Ja, es war gutes Rad teuer heute in der Früh. Ein Schaden von über 200.000 Euro. Und da haben sie sich zusammengeschnorrt, ihre Rennmaschinen. Bei den anderen Teams, alle haben geholfen. Sie hätten sogar mehr Räder bekommen, als sie benötigt haben, die Fahrer von Gourmet Fein Wenz. Bürgermeister Klaus Winkler mit der Startflagge für diese Etappe. 172 Kilometer sind heute zu fahren. Und das Wetter, das meint heute doch gut mit dieser Österreich-Rundfahrt, denn nur leichter Regen am Start. Also die Fahrer heute noch großteils bis auf wenige Kilometer im Trockenen unterwegs. Das ist der Weg heute, der giftige Anstieg zum Pastoren zur Bergwertung. Dann geht's über den Felbertauern und dann die kleine Schleife über Lienz in Richtung Pustertaler Höhenstraße mit der Bergwertung Frohnstadl und dann wieder zurück über Lienz, der lange Weg zurück nach Matra in Osttirol. Da sehen wir eben Paul Ihlenberger, einen der jungen Weltfahrer. Thomas, kannst du das ein bisschen erklären, wie ist das, wenn man nicht mit seinem eigenen Rad fahren kann? Ja, es ist extrem bitter. Mir ist das 2007 leider auch passiert. Bei der Lux damals war im Team Elkham sonst über Nacht alle Räder gestohlen. In der Früh haben wir blöd geschaut. Wir sind dann auch auf Ersatzmaschinen gestartet. Man hat dann Knieschmerzen, der Rücken tut weh, im Nacken spürt man es. Und ja, ich kann wirklich nur hoffen, dass den Jungs, dass sie den Tag gut überstehen und dass sie dann morgen wieder ihre gewohnten simplen Rennmaschinen haben, weil jeder Fahrer hat eine Excel-Tabelle, wo genau die Daten draufstehen und dass man das Rad dementsprechend da wieder einstellt. Das ist Javier Moreno, auf den wir aufpassen müssen, denn das ist einer, der in Lauerstellung ist, vor allem morgen dann am Glockner, dritter Platz in der Gesamtwertung. Hinter Caruso auch Zaug dürfen wir nicht vergessen und die müssen sich natürlich heute ausrasten, Kräfte schonen. Patrick Konrad liegt ja mit 1 Minute 10 Rückstand auf den Gelben, aber wie gesagt mit nur 30 Sekunden Rückstand auf Moreno in guter, aussichtsreicher Position. Die ersten Attacken auf den ersten Kilometern, sehr nervöse Anfangsphase wieder. Le Varley sehen wir, den Mann von der Cofidis-Mannschaft. Pavel Brutt ist mit dabei, immer wieder die Katjuscha-Mannschaft, heute sehr aktiv von Beginn an. Ja, es probiert da wieder Belkov, der Mann im Bergtrikot nach vorne zu kommen, weil gerade jetzt und nach Jochberg rauf und dann zum Pastoren hoch, das bietet sie an für Fluchtgruppe, viele Attacken, das Feld ist sehr, sehr unruhig und man sieht da gerade Team von Radlberg kommt nach vorne. Nicolas Baldo, der Franzose, das Team von Manager Tommy Kofler ja völlig neu aufgestellt, heuer auch mit dem Niederländer Honig hier mit dabei, mit dem deutschen Jan Norschke, sehr international. Es ist schwierig für die Rennfahrer, wenn es am Anfang gleich nach dem Start sofort hochgeht, man hat noch kalte Beine, der Bauch ist noch voll vom Frühstück, es ist ein bisschen ein komisches Gefühl. Manche Fahrer können das gut, die wärmen sich ja schon vorher auf der Rolle auf, damit sie schon die Muskulatur erwärmt ist. Manche hassen es, also ich habe es einmal gehasst, muss ich sagen. Von dem her gibt es schönere Sachen wie so einen Startberg. Baldo versucht da mal wegzukommen. Das ist so ein Rennen zum Rennen. Denn dieser erste Anstieg auf den Pastoren, der ist ja giftig. Da hätte man schon einmal die Chance, vor allem vielleicht in einer größeren Gruppe wegzukommen. Aber da gehen schon wieder ein paar nach. Wir sind in Jochberg. Also man sieht da auch Kevin Seldreis, vormaliger Gewinner von der Österreich-Rundfahrt, probiert da sein Glück. Aber es ist sehr, sehr unruhig. Immer wieder Fahrer. Da hinten sehe ich George Bennett, junger neuseeländischer Fahrer. Der war letztes Jahr bei mir im Team. Großes Talent. Super Kletterer. Aber es kommen immer wieder einige nach. Also man will jetzt natürlich noch niemand weglassen. Und ganz hinten von Anfang an wieder in der Kontrolle natürlich auch die Mannschaft des Gelben von Sky. Da haben wir auch was Neues entdeckt. Code Vögel. Ja, ich selber verwende das Ding auch. Es ist perfekt. Das schiebt man sich hinten in die Trikottasche ein. Und wenn es zu regnen beginnt, das ist einfach schön, wenn man da nicht immer raufgespritzt kriegt in den Hintern. Ja, das war Kotsonschuk, den wir gesehen haben mit dem Kotflügel. Die nächste Attacke von Nathan Haas von der Garmin-Mannschaft. Ja, Bennett probiert schon wieder. Ja, Bennett, der Neuseeländer von der Cannondale-Mannschaft, von der Mannschaft von Matthias Gritzek. Aber wie gesagt, nur wenige Meter Vorsprung, nur wenige Sekunden sind in dieser Anfangsphase drinnen für die Fahrer. Dann heißt es wieder Feld geschlossen. Ja, der Pastoren ist ein grausiger Anstieg. Es ist eine breite Straße. Da kommt die Steigung nicht wirklich raus. Aber sie kommen nicht wirklich weg. Also es sind immer wieder Attacken im Feld. Sky probiert da ein gutes Tempo zu fahren, das Ganze zu kontrollieren, aber immer wieder Attacken im Feld. Ja, drehen sich wieder um. Auch da wird es nichts draus. Bennett, der B, der Belgier und der Amerikaner Brown von der Garmin-Mannschaft waren es in diesem Fall. Immer wieder aus, umziehen, Regenjacke oder nicht, das ist heute eine Schlüsselfrage auf dieser Etappe. Und der Nächste versucht's, Jan Tratnik von der Amplatz-Mannschaft. Er ist ja der Führende in der Chipo-Radliga.
hat den Josef Benezet abgelöst, der leider sich einen Beckenbruch zuzogen hat und gar nicht am Start ist bei der Österreich-Rundfahrt. Jetzt kommt der Stijn de Volder vom Team Trek von hinten ran, schaut ganz gut aus. Nochmal zwei Mann, aber dahinter löst sich schon die nächste Gruppe. Ja, de Volder hat ja schon zweimal die Flandern-Rundfahrt gewonnen, Österreich-Rundfahrt gewonnen. 2007 hat er mir leider noch im Zeitfahren das gelbe Trikot weggeschnappt, also da war ich nicht so erfreut. Zeitfahren ist überhaupt, da gab es einige Pannen hier, aber dazu kommen wir dann später, gell, Thomas, am Samstag. Der Wunderpunkt. Möchten wir jetzt noch nicht vorwegnehmen am Samstag dann im Zeitfahren am Podersdorf. Da kommt einer dazu, das ist der Michael Kreder aus den Niederlanden. Jetzt sind sie kurz vor der Bergwertung. Der Slowene. Gefährlich, dass das Rennen wieder zu unkontrolliert wird. Ja, und das ist auch schon wieder vorbei. Versucht es aber jetzt einmal David Wörer ein bisschen Schwung reinzubringen. Ja, der junge Salzburger war gestern extrem stark am Kitzbüheler Horn, hat mich überrascht mit seinem 20. Platz. Ist er Leichtgewicht, er hat irgendwas mit 50 Kilo und war schon Großglockner, war schon Zweiter, also der ist motiviert. Da haben wir Dennis Paulus auch mit einer vom BMC-Team, wie Sie hier sehen, geliehenen Rennmaschine. Ja, man sieht da vorne an der Gabel der Vorbau, das passt einfach alles nicht zusammen. Da hat man in der Früh noch herumgeschraubt und irgendwie probiert, das Rad einzustellen. Wir sind schon bei der Bergwertung am Pastorn. Da ist Florian Bissinger, der sich einmal zeigt, der Deutsche von der... Vom WSA-Team ist der. Vom WSA-Team, genau. Und David Wörer holt sich hier den zweiten Platz bei der Bergwertung. Rang 3 für Mohoric von Cannondale. Und jetzt die gefährliche Abfahrt runter dann, bis es wieder zur Sprint wird. Gefährlich, dass das Rennen wieder zu unkontrolliert wird. Ja, und das ist auch schon wieder vorbei. Versucht es aber jetzt einmal David Wörer ein bisschen Schwung reinzubringen. Ja, der junge Salzburger war gestern extrem stark am Kitzbüheler Horn, hat mich überrascht mit seinem 20. Platz. Ist er Leichtgewicht, er hat irgendwas mit 50 Kilo und war schon Großglockner, war schon Zweiter, also der ist motiviert. Da haben wir Dennis Paulus auch mit einer vom BMC-Team, wie Sie hier sehen, geliehenen Rennmaschine. Man sieht da vorne an der Gabel, der Vorbau, das passt einfach alles nicht zusammen. Da hat man in der Früh noch herumgeschraubt und irgendwie probiert, das Rad einzustellen. Wir sind schon bei der Bergwertung am Pastorn. Da ist Florian Bissinger, der sich einmal zeigt, der Deutsche von der... Vom WSA-Team ist der. Vom WSA-Team, genau. Und David Wörer holt sich hier den zweiten Platz bei der Bergwertung. Rang 3 für Mohoric von Cannondale. Und jetzt die gefährliche Abfahrt runter dann, bis es wieder zur Sprint wird. Verwenden Klebereifen, also keine Drahtreifen, die sind aufpickt auf die Felge, damit man irgendwie noch das Rad ein bisschen kontrollieren kann, damit es den Reifen nicht runterzieht. Sind schon unterwegs zur nächsten Sprintwertung in Mittersill und da hat sich mit dem Schwung von der Abfahrt der Pavel Brutt ein paar Meter Vorsprung verschaffen können. Dahinter Canola, der jetzt nachgeht. Pavel Brutt ist ein Rolleur, der war schon russischer Meister, der kann so Ausreißversuche, das liegt ihm. Ja, der holt sich diese Sprintwertung vor Canola und den Kasaken Lutsenko von der Astana-Mannschaft. Ja, und wir gehen jetzt schon zum nächsten Anstieg. Es geht dann auf 1606 Meter Seehöhe auf den Faber Towern. Oben Gott sei Dank noch kein Schnee. Schneefallgrenze heute noch über 2000 Meter. Und das sind keine Kamele, die hier unterwegs sind, meine Damen und Herren, sondern das sind die Regenjacken, die hier schon eingesteckt sind. In diesem Fall bei Matthias Gritzek. Ja, man muss bei verwenden Klebereifen, also keine Drahtreifen, die sind aufpickt auf die Felge, damit man irgendwie noch das Rad ein bisschen kontrollieren kann, damit es den Reifen nicht runterzieht. Sind schon unterwegs zur nächsten Sprintwertung in Mittersill und da hat sich mit dem Schwung von der Abfahrt der Pavel Brutt ein paar Meter Vorsprung verschaffen können. Dahinter Canola, der jetzt nachgeht. Pavel Brutt ist ein Rolleur, der war schon russischer Meister, der kann so Ausreißversuche, das liegt ihm. Ja, der holt sich diese Sprintwertung vor Canola und dem Kasaken Lutsenko von der Astana-Mannschaft. Ja, und wir gehen jetzt schon zum nächsten Anstieg. Es geht dann auf 1606 Meter Seehöhe auf den Faber Towern. Oben Gott sei Dank noch kein Schnee. Schneefallgrenze heute noch über 2000 Meter. Und das sind keine Kamele, die hier unterwegs sind, meine Damen und Herren, sondern das sind die Regenjacken, die hier schon eingesteckt sind. In diesem Fall bei Matthias Gritzek. Ja, man muss bergauf immer wieder ausziehen, anziehen und gerade berghoch muss man die Jacke aufmachen, weil sonst explodiert man. Also da hat es mit der Atmung, stimmt es dann nicht mehr zusammen. Und die drei Mann versuchen jetzt da unten wegzukommen. Canola hat da den Sprint verlängert. Marco Minard ist das, der Niederländer.
im blauen Trikot und Paweł Poljanski, der Pole. Schaut sehr gut aus. Also die haben jetzt dann einen kleinen Abstand herausfahren können. Das Feld scheint jetzt nicht zu reagieren. Also ich glaube, die drei, die sind sich jetzt nicht einig. Haben schon im Anstieg jetzt schon 30 Sekunden Vorsprung herausfahren können in den typischen Arkaden auf der Felbertauernstraße. Ja, Canola, sehr starker Fahrer, hat heuer schon beim Giro eine Etappe gewinnen können. So heißes Eisen. Ja, und Cannondale ja überhaupt schon sehr erfolgreich bei dieser Rundfahrt mit dem Etappensieg von Oscar Gatto in Bad Ischl. Vorgestern haben wir Pete Kenneth. Alle kümmern sich natürlich wieder um ihn. Ist auch ein guter Sprinter, also wirklich ein perfekter Allrounder. Während die Spitze schon oben ist am Felbertauern, bevor es dann reingeht ins Tunnel. Der Vorsprung schon 2 Minuten 20 auf das Feld und Canola holt sich die Bergwertung vor Minard und Poljanski. Zum Glück für die Rennfahrer war es halt nicht so kalt am Felbertauern, also es war gerade noch grenzwertig. Man sieht, wie der Sky heute vorne fahren. Die haben halt leider bei der Tour de France einen riesen Pech gehabt mit dem Ausscheiden von Christopher Froome, der leider gestürzt ist auf der Kopfsteinpflaster-Etappe in Roubaix. Und dann haben wir wieder Maxim Bejkov, der Mann, der Punktehamsterer ist, der das Trikot des Führers in der Bergwertung trägt. Ja, der will sich die restlichen, die verbleibenden Punkte noch holen. Ist eine Einserkategorie am Felbertauern. Da holt er sich nur die restlichen Punkte. Spitzengruppe schon im Tunnel und dann geht sie eben rein nach Osttirol. Ganz gefährlich die Ausfahrt. Während hier er eben noch die restlichen Punkte einsammelt bei der Einfahrt. Denn nach dem Felssturz musste ja eine Ersatzstraße errichtet werden. Und diese Ersatzstraße ist sehr, sehr eng, schmal und steil. Und die gilt es dann sicher zu bewältigen. So sieht es noch immer aus nach dem Felssturz vor einem Jahr, der auch das Programm bei unserer Rundfahrt im Vorjahr ein bisschen durcheinander gebracht hat. Aber jetzt ist die Straße mittlerweile fertig. Und da geht es dann eben nicht dort hinunter, wo es normalerweise runtergeht. Ich glaube, der hat den anderen Weg noch in Erinnerung. Ja, die waren da fast im Holzzaun, Spitzengruppe jetzt bei der Abfahrt. Und das alles hat man eben künstlich aufgeschüttet hier, um die Mauteinnahme nicht zu verlieren. Ja, es war touristisch ein Riesenproblem, weil die ganzen Hotels, die Pendler einfach abgeschnitten waren vom Rest von Tirol. Und durch diese Notstraße eben, die Sie hier sehen, gibt es jetzt doch die Möglichkeit, über den Felbertauern zu fahren, bis dann die andere Straße wieder intakt ist. Ganz gefährlich, bei einer möglichen Ersatzetappe morgen auf dem Glockner würde man hier hinauffahren, also das ist auch ein ganz schön knackiger Anstieg. Das ist wirklich ein knackiger Anstieg, es ist sehr steil da hoch. Rückstand des Feldes nach dem Tunnel, 3 Minuten, also der wird größer. Wie biegen die jetzt um? Ja, hinten fahren sie ein sehr dosiertes Tempo. Die drei sind jetzt vorne nicht ein Riesenproblem. Sky kontrolliert das Tempo und die haben jetzt auch nicht wirklich Ambition, dass sie die drei da vorne einholen. Da geht es nicht. Gesamtklassement und der Etappensieg ist ihnen eigentlich egal. Kilometer absolviert an diesem Tag. Die Abfahrt schön zu fahren, da nicht gefährlich. Breite Straße dann anschließend, wenn man wieder auf der Hauptstraße ist. Da sieht man super, wie die Jungs ihre Räder beherrschen. Das ist ein Wahnsinn, ja. Also da muss man wirklich ein Profi sein, damit man sowas machen kann. Ja, und bitte versuchen Sie nie mit einem Auto einem Feld nachzujagen, denn Sie können diese Kurve nicht mit 80 km/h fahren. Das wird schwierig. Ohne nachher schwerste Verletzungen davon zu tragen. Herrlichen Wasserfälle hier in Osttirol. Und das Wetter wirklich heute super. Wir haben hier 16, 17 Grad, jetzt wieder keinen Regen. Ja, ich bin froh, weil, wie gesagt, wenn es jetzt da heute schon schneit und wieder regnet, das geht an die Moral, an die Substanz und dann wird es noch viel schwieriger. Also wir Matthias Gritzek am Auto, gibt es eine Regenjacke ab und sportlichen Leiter. Fährt ja um eine Vertragsverlängerung, muss also noch was zeigen hier, hat großen Druck, während die Spitzengruppe schon unterwegs ist nach Lienz. Der Vorsprung wird größer, schon über 4 Minuten. Das ist aber noch okay. Wie gesagt, es ist noch lange ins Ziel. Wir haben jetzt gleich dann erst die Hälfte der heutigen Distanz erreicht. Wir sehen wieder Javier Moreno. Ja, ist ein extrem starker Fahrer. Hat schon die Kastilien-Leon-Rundfahrt gewonnen. Asturien-Rundfahrt war Zweiter bei der Tour d'Ananda. Ist ein kompletter Rennfahrer und der wird da sicherlich noch um den Sieg mitreden wollen. Sprint in Leisach. Minard vor Canola und Poljanski. Und hinten eben im Feld bisher auch alles nach Plan für die
Fahrer, wo es morgen dann ums Ganze geht, haben die auch Ricardo Zeudel, müssen wir dazuziehen, natürlich auch Patrick Konrad, der sich hier wirklich gut halten kann. Ja, Mannschaften kontrollieren einander. Kenner versteckt sich da wirklich in seiner Mannschaft. Also die halten ihm aus dem Wind und sagt ungefähr, der Windschatten bringt 25% Kraftersparnis, als wenn man vorne im Wind selber fährt. Der giftige Anstieg jetzt auch zur nächsten Bergwertung ist relativ steil und kann man gerade hoffen, dass in der schnellen Abfahrt auftrocknet, dass kein Regen ist. Ja, auch Cannondale sehr prominent an der Spitze. Im Hinterrad von Matthias Gritzek sehen wir auch einen der Star dieser Tour, Ivan Basso. Zweifacher Giro-Gesamtsieger der Jahre 06 und 10. Und da haben wir Marco Haller, der heute wieder seinen Auftritt haben könnte, wenn es zu einem Massensprint kommt. Die Spitze schon bei der Bergwertung Frohnstadl auf der Pustertaler Höhenstraße nach Strassen. Und noch 54 Kilometer bis ins Ziel. Vorsprung 4 Minuten 50 für die drei. Canola holt sich die Bergwertung vor Minard und Poljanski. Ja, man hat da ganz gut gesehen, Ivan Basso, der stellt sich da voll in Dienst seines Teams und die fahren voll auf Oscar Gatto, die wollen wieder auf Sprint fahren und den zweiten Etappensieg einfahren. Da sieht man eh schon in der Mitte, ist da umringt von seinen Helfern, vorher sieht man noch Manuel Quinciato vom BMC-Team. Burg Heinfels, auch hier eine sehr gefährliche Abfahrt, dann wieder hinunter zur Bundesstraße, die Abfahrt Gott sei Dank auch trocken. Also da kann man von Glück reden, dass es trocken ist, weil da, wenn man die Leitplanken sieht, vor zwei Jahren ist der Kevin Seldreier aus einer ähnlichen Stelle gestürzt und das kann gleich mal böse ausgehen. Ja, und das Wetter heute ist, wie gesagt, doch von der besseren Seite und in der Abfahrt, da kann er nicht mehr mithalten, nämlich Marco Minard, der Niederländer, und verliert dann den Anschluss. Das heißt, nur noch eine Zwei-Mann-Spitze ist jetzt unterwegs nach Lienz. Das ist extrem bitter, wenn du dann alleine bist zwischen den zwei vorne und im Feld, was sollst du da machen? Also das besser zurückfallen lassen und Kräfte schonen und dann vielleicht auf einer anderen Etappe nochmal probieren. Und hinten arbeitet auch Matthias Gritzek viel, der Wiener, der schon sehr lange auch im Ausland fährt. Ja, die geben jetzt Gas, die fahren voll auf Gatto, die fahren auf Sprint. Basso und Matthias, die machen da die Hauptarbeit und wollen jetzt die Ausreißer stellen. 2 Minuten 40, das heißt, der Rückstand auch schon kleiner geworden, aber das Tempo müsste höher werden, während Mina jetzt schon eingeholt wird, geschluckt wird, denn es ist noch relativ weit bis ins Ziel, aber das ist typisch für diese Etappe. Jetzt ist die Straße breit nach Lienz, jetzt rollt wirklich hier schön dazu. Ja, und da steht der Wind dann auch noch vor vorne drauf. Man sagt ja ungefähr immer, pro 10 Kilometer kann man eine Minute gut machen und jetzt müssen sie Gas geben, weil sonst wird's sehr knapp. Eine Sprintwertung noch, kurzer Regenguss, es sollte aber der letzte sein, das kann ich schon vorwegnehmen hier, kurz vor Lienz in Leisach. Canola holt sich die letzte Sprintwertung vor Poljanski. Ja, es geht dann zum Schluss Richtung Matreja, immer leicht berghoch. Sind schon ein paar Höhenmeter zu bewältigen. Wir schauen auf den Rückstand, jetzt 2 Minuten 05, der Rückstand für das Feld, noch 20 Kilometer. Also mit deiner Rechnung, Thomas, könnte das eng werden, dass sich das noch ausgeht, dass die Spitzenfahrer eingeholt werden. Man sieht jetzt auch, Movistar hilft jetzt und noch Liquigas, die fahren auf Lobato, also die zwei heißesten Sprinter mit Marco Haller. Ja, Poljanski jetzt schon eingeholt. Wir sind 10 Kilometer vor dem Ziel und einer ist noch immer solo vorne, der noch weiterfährt, nämlich Canola. Marco Canola dreht sich um, aber wir sind schon 4 Kilometer vor dem Ziel und da ist auch seine Fahrt an der Spitze nach über 100 Kilometer beendet. Jetzt heißt es wieder Feld geschlossen und es geht in Richtung dieser schwierigen Zieleinfahrt. Auch hier, die leicht bergauf geht, in Matrei, eben in Osttirol. Wir sehen es hier, der ganze Ort ja am Hang. Schwierig, da geht es noch über eine Abzweigung, Kreisverkehr, Verkehrsinsel. Also Links-Rechts-Kombination, da muss man super Position haben. Es geht zum Schluss wieder die letzten 300 Meter berghoch. Also richtiger Powersprint, der Kraftsprint. Und jetzt erst die letzten 500 Meter, auch Kenneth da eingereiht, an 10. Position vorne Astana, auch die Cannondale-Mannschaft schiebt sich heran und wer kommt da um die Kurve, da kommt Marco Haller, ist ganz hinten eingesperrt als 5. Gatto links im grünen Trikot, auch Felline ist mit dabei, Boehm links ist Gatto, wo ist Haller, oh, schiebt sich vorher auf Rang 3 und vorne Gatto gegen Lobato, wie in Bad Ischl und Oscar Bagatto holt sich auch diesen Massensprint vor Lobato und Marco Haller mit Rang 3, exakt so wie vor zwei Tagen. Und Thomas, du sagst uns jetzt warum. Ja, also Marco, der probiert es da wirklich mit,
mit allem, was er zur Verfügung hat. Also man sieht, wie er fightet, aber ja, Gatto, der ist einfach der Stärkste momentan. Lobato probiert es auch noch. Auf der linken Seite sieht man noch Fellini auf den Track, aber der Stärkste hat gewonnen, das war einfach so. Tigersprung von Moreno, aber ganz knapp die Entscheidung um Radbreite. Also zweiter Tagessieg für Oskar Gatto und relativ großer Rückstand dann für Haller schon im Sprint. So hat es heute geendet, also in Osttirol. Gatto vor Lobato, wie im Bad Ischl, Haller wieder Dritter zum zweiten Mal am Stockerl und mit dem Feld im Ziel Ricardo Zeudel und auch Patrick Konrad. Dadurch hat sich in der Gesamtwertung nichts verändert. Kennoch weiterhin 29 Sekunden vor Caruso, 40 Sekunden vor Moreno. Konrad bleibt Fünfter und vor dem Glockner Ricardo Zeudel, der Vorjahrsieger, auf Rang 14. Die Stimmen zur Etappe hören uns jetzt an. Um zu gewinnen, braucht man eigentlich drei Sachen, eine starke Mannschaft und viel Selbstvertrauen, und all das hat heute bei mir gepasst und deswegen ist das alles heute so gut gelungen. Insomma, anche la vittoria dell'altro giorno mi ha dato morale e tutte queste componenti secondo me mi hanno aiutato per vincere anche oggi. Erneut der dritte Platz, das Maximum herausgeholt bei diesem Sprint? Ich denke, heute ärgere ich mich wesentlich weniger, weil wir müssen einfach sagen, es war wieder der Oskar vorne. Ich glaube, damit hat er bewiesen, dass er zurzeit einfach der Stärkere ist. Und dadurch hat sich in der Gesamtwertung nichts verändert. Kennoch weiterhin 29 Sekunden vor Caruso, 40 Sekunden vor Moreno. Konrad bleibt Fünfter und vor dem Glockner Ricardo Zeudel, der Vorjahrsieger, auf Rang 14. Die Stimmen zur Etappe hören uns jetzt an. Um zu gewinnen, braucht man eigentlich drei Sachen, eine starke Mannschaft und viel Selbstvertrauen, und all das hat heute bei mir gepasst und deswegen ist das alles heute so gut gelungen. Insomma, anche la vittoria dell'altro giorno mi ha dato morale e tutte queste componenti secondo me mi hanno aiutato per vincere anche oggi. Erneut der dritte Platz, das Maximum herausgeholt bei diesem Sprint? Ich denke, heute ärgere ich mich wesentlich weniger, weil wir müssen einfach sagen, es war wieder der Oskar vorne. Ich glaube, damit hat er bewiesen, dass er zurzeit einfach der Stärkere ist. Und der Königsetappe morgen vielleicht, wenn der Schneefall nicht uns einen Strich durch die Rechnung macht. Ja, wir haben also eine abwechslungsreiche Etappe hinter uns mit einigen Attacken und mit einigen Ausreißversuchen und mit dem abschließenden Massensprint hier in Matrei. Thomas, diese Etappe ist so verlaufen, wie du sie erwartet hast. Wieder Gatto, wieder Haller auf Platz 3. Ja, es waren die gleichen Leute wie vor zwei Tagen schon in Bad Ischl ganz vorne dabei. Marco Haller wieder sehr stark mit dem dritten Platz. Er ist heiß, er will einfach da bei der Österreich-Rundfahrt noch die Etappe.